Mensch, wir könnten doch mal romantisch zusammen essen gehen. Und warum? Da muss erst die Küche angeschafft werden. Für eine gefühlte 500.000. Und dann hast du keine Lust zum Kochen. Oh, nur, ja. Ich, ne? Was? Ja, ich koche. Ja. Ja, du machst es gerade so schlecht. Später der Brille ist es nicht, aber. Beschwert habe ich mich auch noch nicht. Nee. Du machst das viel feinsinniger, ja? Du schaufelst das in dich rein und dann sagst du, das war mal was anderes. Schmeckt gesund. Wirklich, also, Mensch, hör auf, ist gut. Kein Problem. Nee, ist gar nicht gut, ist gar nicht gut. Da hat man immer in seinem Leben Hunger und schon wird eine Viertelstunde Diskussion übergeplattet, ob man sein ganzes schwer verdientes Geld in irgendeinen überteuerten Fresstempel schleppen soll. Wenn du in der Kneipe 2 halbe Liter in dich reinkippst, fragst du auch nicht, ob du zum selben Preis im Getränkemarkt einen ganzen Kasten mit nach Hause schleppen kannst. Das ist ein Vergleich. Das ist ein Vergleich. Da hat er recht. Wenn meine Frau vor Jahren eine neue Küche haben wollte, habe ich gesagt, pass mal, wenn du mir versprichst, dass der Fressen der besser schmeckt, das ist eine neue Küche. Gott, wenn aber Sie wissen schon, dass Sie Geld bezahlt haben und er Geld kriegt, damit wir Geld bleibt. Wir sind aber immer noch zusammen. Das ist ein bisschen Hass. Deswegen wollte ich das auch. Man muss auch mal die Wahrheit sagen. Auf den Mappen mal. Die Wahrheit sagen, das mache ich! Ja, Frau Schroller, Sie tun nämlich immer die Männer haben wollen. Schön bei Aphrodite Koch. Wollen wir das jetzt? Ja, ja. Welches Getränk könnte ich Ihnen denn spendieren? Nein, danke. Ich bin nicht bestechlich. Ich habe keine Frage. Das ist ja. Er hat noch eine Menge zu sagen. Ich will so keine Vorstellung mehr danach, die Leute. Man kann sich ja mal von manchem mal nur rein. Lass uns schnell noch weiter anhören wollen. Hat die Frau vielleicht noch was dazu zu sagen? Die hat doch nichts zu sagen. Nein, nein. Okay. Ich war's das jetzt? Macht der Fuß jetzt raus oder kommt noch was? Du musst ja warten, ich will. Wenn Sie wüssten, dass er engagiert ist, dass wir den. Jetzt wird es widerlich mit dem Kabel. Nee. Ja, aber er hatte recht. Ich meine, es ist schön was anderes. Ich meine, wenn wir dort in der Kleine sitzen. Ich meine, hallo, wir sitzen ja nicht nur dort. Ah, nein. Wir, also. Ach so, ja, ihr redet. Nee, ja, ja, da wird immer. Da wird mal. Sachen. Ne, weil. Wichtig. Wenn ich zum Beispiel Vorsteller schon nicht beim Stammtisch gewesen wäre. Wie? Ich denke, es war gerade ein Vorsteller. Da habe ich den Kasten aufgeregt, da haben wir gleich den Müll genommen, da weiß ich, was ich zukomme. Wenn ich beim Stammtisch gewesen wäre, hätte ich nie mitbekommen, dass es Sven sein Schmacher Elektriker ist. Wow. Wusstest du das? Wozu brauchen wir einen Elektriker? Also, du weißt schon, wie schwer das ist, heute noch einen guten Elektriker zu kriegen. Du hast meine Frage nicht verstanden. Wozu brauchen wir einen Elektriker? Da möchte ich dich mal sehen. Wenn wir deiner scheiß neuen Küche, wo sie immer noch nicht besser kochen kann, verstehst du? Sagen wollte. Du machst sag das mal jetzt mal du machst so, verstehst du? Ja. Ja. Wenn er mit deinem scheiß neuen Herd mit Display und hast du nicht gesehen, wenn er mal irgendwas nicht geht und dann krieg ich.
Wenn dann mal irgendwas nicht geht. Und dann finde ich auch keinen Leck. Da möchte ich dich mal sehen. Da möchte ich dich mal sehen. Ja. Dich möchte ich mal sehen. Da möchte ich dich mal sehen. Mit deinem scheiß Fernseher, ja? Mit den ganzen Geräten, die du sowieso nicht bedienen kannst, ja? Entschuldigung. Das ist nicht persönlich gemacht. Ja, mal irgendwie. Da möchte ich dich. Weil die Kiste viel zu klein ist. Oh, ja. Nee, jetzt gibt es schon ganz andere mit 800 Hertz und Dolby Surround, das eben Lautsprecher. Genau so haben deine Augen schon geblitzt, als wir den hier gekauft haben. Das war vor 2 Jahren. Jetzt gibt es ganz andere Generationen. Der Andreas ist zum Beispiel. Da brauchst du auch keine Fernbedienung mehr. Da machst du nur diesen Schalter um. Machst diesen Schalter um. Leise, laut, unschuldig. Das ist ein Traum. Das sehe ich schon, das sehe ich richtig vor mir. Das sehe ich jetzt wirklich vor mir. Also ihr beide, ja? Ja. Hören Sie mal weg jetzt, ja? Du und dein Bauch, oh, ja? Das hat ja? Ja, also ihr sitzt da so gemütlich vor so einem Endspiel, ja? Und dann fuchtelst du wie wild.